Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir uns das Lager hier ein wenig weiter angeschaut und damit sind wir noch lange nicht fertig. Also auf der einen Seite sind wir ja durch bis hinten zum Südausgang. Ich glaube zumindest ist es der Südausgang oder ist es der Nordausgang, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das lässt sich ganz einfach feststellen, welcher Ausgang das ist, denn wir haben beim letzten Mal ja hier diese Karte zur alten Mine bekommen. Oder besser gesagt, wir haben sie dem Kartenverläufer abgeluchst. Und da können wir schon sehen, okay, das ist ein kleiner Ausschnitt von der Minenkolonie. Wir sind da, wo der weiße Pfeil ist, da in dem Lager. Und da sieht man schon, okay, das andere ist der Südausgang. Das heißt, wir haben so den Nordostring abgeklappert und jetzt sind wir auf dem Südwestring, ja. Und den erkunden wir heute hoffentlich zu Ende. Ja, da oben ist das ist die alte Mine. Da, wo das Kreuz ist, da müssen wir dann später halt hin, um den Test des Vertrauens abzulegen. Aber bis dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Vielleicht wird das für den einen oder anderen ein bisschen langweilig hier vorkommen, wenn ich hier nur rumlaufe und mit den Leuten rede. Aber das ist am Anfang von Gothic halt so. Ich meine, wenn wir da rausgehen würden in die Wildnis, ein einfacher Wolf kann uns momentan zerfetzen. Also kämpfen sollten wir nicht unbedingt. Deswegen gucken wir uns mal hier um, schauen, dass wir irgendwie Freunde machen und das eine oder andere Level aufsteigen, damit wir stärker werden. Übrigens, falls ihr wollt, dass ich zum Beispiel hier mit diesen Buddlern rede oder den ganzen Schatten und so, das heißt die Leute, die keinen eigenen Namen haben, sondern nur die Bezeichnung, dann schreibt mir das am besten mal in die Kommentare, weil an sich überspringe ich das ja bisher immer noch. Aber die haben auch ein paar Sachen darüber zu sagen, was sie von den Erzbaronen halten und so. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Es trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre bei. Aber es ist halt sehr, sehr viel, was dann noch da an Gesprächen kommt. Ja. Nanu? Doch, da ist doch einer. Hi. Na? Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Tja, warum hast du deine Hütte auch an den Graben gebaut? Ich meine, jetzt hast du eine zweite Tür. Es ist witzig. Witzig, witzig, witzig. Tja, wenn wir uns irgendwann mal eine Hütte bauen, dann packen wir die woanders hin. Hier unten ist doch ein schönes Fleckchen hier auf diesem Erdhaufen. Vielleicht können wir so eine Hobbithöhle bauen. Na, mal schauen. Ich glaube, den sollten wir nicht weiter reizen, sonst kann es sein, dass er auf uns losgeht. Und das möchte ich nicht. Wobei, momentan habe ich ja Schutzgeld bezahlt für heute. Das heißt, falls der keins gezahlt hat, dann stehen wir gut da. Naja. Wen haben wir denn hier? Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Was? Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Okay. Was auch immer dein Problem ist. Trotzdem bist du hier nur ein Buddler und Bloodwin hier, der momentan mein Freund ist, wird dich fertig machen. Immer noch Jesse? Jesse? Jetzt fehlt nur noch James. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Ja, schon gut. Habe ich doch gemacht. Seid mal nicht so aggressiv gegen mich hier, Bloodwin, ne? Ich habe doch bezahlt. Ja, wir sehen uns. Keine weitere Dialogoption. Keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Tja, naja. Hau mir mal hier ab in den Bereich, der nicht Bloodwin untersteht. Denn, ja, es sieht fast schon wieder so aus, als würde es bald Nacht werden. Wobei, die Sonne steht noch da am Himmel. Auf jeden Fall, morgen früh ist dann ja unser Schutz abgelaufen und dann sollten wir uns hier besser nicht vor Bloodwin blicken lassen. Hier ist noch eine zweite Hütte mit zwei Türen. Aber da ist leider keiner drin. Ich habe auch keine Dietriche aktuell, ne? Nee, ich habe leider keine Dietriche, sonst hätte ich mal versucht, die Truhe da aufzuschließen. Aber nun gut, schauen wir mal, wen wir hier noch so Interessantes treffen können. Buddler, ja, der interessiert mich nicht.
Ich gehe erstmal hier hoch. Dusty, hi, na? Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parvez da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Okay, ja gut, vielleicht finden wir den Melvin ja. Ich denke mal, dem Sektenlager werden wir auf jeden Fall noch einen Besuch abstatten, genau wie dem neuen Lager. Und dann werden wir mal die Augen offen halten. Ja, mal schauen, nur normale Buddler, mit denen haben wir ja nichts Interessantes zu bereden aktuell. Hier haben wir doch noch jemanden, oder? Du da drüben. Nein, auch nur normaler Butler. Ist ja langweilig. Vielleicht ist hier eine unbeobachtete Hütte. Ah, da brennt ein Feuer drin. Das wird eine Hütte von einem Gardisten sein oder einem Schatten. Vermutlich eher ein Schatten. Die Gardisten wohnen, glaube ich, alle in der Burg. Ah, vielleicht sieht mich ja aktuell keiner. Dann können wir uns hier auch mal umschauen. Toll, hier ist ja nichts drin. Nur eine Truhe und die, da ist ein Schloss vor. Ja, die kann ich nicht aufmachen. Na gut. Dann wollen wir mal den Marktplatz unsicher machen. Ich finde übrigens diese Konstruktion hier ziemlich cool. Dieses Dach, das sie einfach über den Marktplatz gebaut haben. Wird man nicht nass? Aber ich will nicht wissen, was für ein Aufwand das gewesen ist mit den Mitteln, die sie hier zur Verfügung haben. Ja, alles gezimmert. Tja, nicht schlecht. Gut, dann gucken wir uns erstmal noch hier die untere Ebene von diesem Ring an. Da, wo wir oben schon langgelaufen sind. Ich glaube nämlich, hier war noch jemand Interessantes. Genau, der Whistler. Na, wie geht's dir so? Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Ja, das klingt ja nach einer relativ einfachen Aufgabe. Vielleicht springt da noch ein bisschen mehr für uns heraus. Man weiß ja nie. Ja, hier drüben ist nichts mehr, nur noch dieser unbebaute Fleck. Ich will nicht wissen, ob das wirklich nur Dreck ist oder ob das irgendwelche Abfälle sind, ob hier die Latrinen entleert werden oder so. Ich will nicht weiter drüber nachdenken. Gehen wir mal lieber weiter hier auf den Marktplatz und schauen uns um, wer denn da gerade zum Lagerfeuer gerannt ist. Und vielleicht finden wir hier auch wie hieß er jetzt, von dem wir das Schwert besorgen sollen? Fisk. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Was haben wir denn da? Buddlerhosen. Schutz, Waffen 15, Feuer 5. Allerdings kostet die 500 Erz. Das ist momentan die beste Rüstung, die wir tatsächlich kriegen können, glaube ich. Aber dementsprechend teuer. Dann leichte Buddlerhosen, Schutz vor Waffen 10, Feuer 5. Na, 250, jetzt kostet nur die Hälfte, ist leider auch nicht ganz so gut, aber nicht mal, also es ist besser als die Hälfte von der starken Butlerhose. Mal schauen, vielleicht holen wir uns davon später mal eine. Fragen wir ihn erstmal nach dem Schwert. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da alles, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr.
Kostet 110 Erz. Interessiert? Was war das denn für eine Lache? Ja, das sollte mir vielleicht nicht sagen, dass er das Whistler für 100 Erz verkaufen wollte. Denn dann wird er uns das Schwert nicht mehr verkaufen, weil dann weiß er ja, hey, der arbeitete für den. Und dank deren Meinungsverschiedenheit sollten wir das nicht tun. Wenn man das macht, kann man das Schwert trotzdem noch kriegen, indem man zum Schmied geht und es sich da anfertigen lässt. Das habe ich bisher noch nie selber gemacht. Aber ich vermute mal, das wird dann noch teurer. Deswegen nehmen wir es einfach für 110 Erz. Vielleicht kriegen wir 10 Erz von Whistler auch wieder. Ja, ich nehme es. Ich fürchte, du hast nicht genug Erz. Ach, verdammt. Ich werde noch eine Weile für dich zurückhalten, aber nimm dir nicht so viel Zeit. Da habe ich nicht dran gedacht. Dann vielleicht später. Dann zeig mir erstmal so deine Ware. Vielleicht haben wir noch ein paar Sachen zu verkaufen. Zeig mir deine Ware. Wieso habe ich nicht gemummt? Ich habe doch 200... Ah, ich habe 103 Erz. Ja, klar. Bloodwind hat uns ja 10 Erz abgenommen. Okay, das erklärt alles. Er hat Dietriche. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Was haben wir denn da? Moment, wie sieht denn unsere Waffe aus? Ich komme nicht drauf. Na super. Moment. Ich will erst schauen. Was haben wir denn da? Schaden 13. Was hast du denn Schönes an Waffen im Angebot? Zeig mir deine Ware. So, du hast Schaden 10, Schaden 2. Oh, das ist schon besser. Bauernwehr. Schaden 14, ja. Aber der ist sogar noch besser, der Lurker-Biss. Was ein Lurker ist, werden wir später noch herausfinden. Wundendorn und die Butlerzucht. Das stärkste Schwert, das er im Angebot hat. Schaden 20, das ist schon gar nicht mal schlecht. Benötigte Stärke 10, das heißt, wir können es auch tragen. Allerdings kostet das auch 160 Erz. Das können wir uns nicht so wirklich leisten. Gucken wir mal, auf jeden Fall verkaufe ich da jetzt erstmal so ein bisschen an Sachen. Die ganzen Pfeile brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Rüstung haben wir nichts, Magie, Artefakte, das wollen wir behalten. Was haben wir denn hier? Hier können wir doch bestimmt ein bisschen was verkaufen, oder? Ich werde am Ende einfach so viel von dem ganzen Zeug hier haben, das bringt mir eigentlich gar nichts. Wenn da essentielle Kraft, die Sachen. Ja, die Münzen bringen uns gar nichts. Die Becher, die kannst du schon mal haben, die will ich nicht haben. Kochlöffel ist auch irgendwie doof. Fackeln braucht eigentlich auch kein Mensch und ich habe da noch eine. Und das Schwanzenfleisch kannst du auch erstmal haben. Jetzt sind wir auf 28. Irgendwie kommen wir nicht so wirklich auf den grünen Zweig. Aber ich kann jetzt zwei Dietriche... Nein, nicht 10. Bin ich denn des Wahnsinns? Ich kann mir zwei Dietriche dafür kaufen und krieg immer noch 8 Erz raus. Und damit habe ich dann genug Erz, um mir das Schwert für Whistler zu holen. Und ich habe zwei Dietriche, mit denen ich eventuell die Truhe beim Schmied aufbekomme, wodurch ich dann an sehr viel Geld komme. Deswegen machen wir das doch mal. Und dann holen wir uns jetzt erstmal das Schwert. Aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich habe da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht. Ja, das kennen wir ja alles schon. Nehmen wir. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. So. Dann haben wir erstmal mit dir genug gehandelt. Was ist das denn für ein schönes Schwert, was er sich da hat anfertigen lassen? Whistlers Schwert. Schaden 20, benötigte Stärke 15. Ja, schade. Können wir leider nicht anlegen. Wäre es eine Butlerzucht gewesen, dann hätten wir die schon anlegen können. Aber so bringt uns das noch nichts. Deswegen geben wir Whistler einfach mal das Schwert. Ich meine, es gibt Erfahrung und wir haben einen Fürsprecher hier fürs alte Lager, falls wir dem beitreten wollen. Und das ist mehr wert, als dieses Schwert jetzt zu behalten. Ja genau, Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Ja gut, wir hätten gar nicht mit dem Fisk handeln müssen. Wir hätten auch einfach hier hingehen können und sagen, ja hier, 10 Erz noch. Und dann hätte er es uns auch gegeben. Aber gut, geben wir ihm mal sein Schwert. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Na, dankeschön. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan, ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Tja, sehr schön. Gut, dann haben wir schon einen Fürsprecher hier für uns. Ich glaube, das ist schon der zweite nach Fingers.
der ja einfach wollte, dass wir ein Diebestalent lernen. Ansonsten sieht es noch ein bisschen schlecht aus. Wir haben dem einen Gardistin einen Gefallen getan, indem wir den Neck gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das als Fürsprecher zählt. Aber wir werden ja hier noch ein paar Aufträge erledigen. Vor allem die 200 Erfahrungen sind schön. So, was haben wir denn da? Baal Parves. Na, auch schön am Joint rauchen. Mit dir will ich gleich reden. Okay, ich rede jetzt mit dir. Mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Kann schon sein, aber... Wer ist denn der Schläfer? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Es wird nichts. Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Mein Gott, klingt das furchtbar. Einmal die Hintergrundmusik von Gothic, dann dieser blöde Buddler, der da gerade auf seiner Leier rumspielt und die Leute, die im Hintergrund reden. Oh, ja, das ist gerade ein bisschen nervig. Egal, ich will trotzdem hier mit dem weiterreden. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Ah, cool. Ja, das machen wir doch später. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Ja, das ist das Schöne am Sektenlager, beziehungsweise am Sumpflager. Man kann sowohl Magie als auch Kämpfen machen. Also das geht in anderen Lagern auch, allerdings ist das da so ein bisschen eingeschränkt. Im Sektenlager kann man sich wirklich hauptsächlich aufs Kämpfen spezialisieren und nebenbei noch ein bisschen Magie machen, während man sich in den anderen Lagern dafür entscheiden muss, ob man kämpft. Also Nahkampf geht oder Fernkampf, je nachdem, was die Vorlieben sind. Oder ob man in den Magieweg geht. Und ja, das ist halt eine der Möglichkeiten. Was die Lager ausmachen, werde ich später noch zukommen. Ich will die erstmal alle in Ruhe anschauen. Und vielleicht hier mit den Leuten noch reden. Denn vielleicht hat er ja noch was Interessantes zu erzählen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Das wollte ich doch noch gar nicht. Ich werde vorangehen, folge mir. Na egal, was soll's. Dann gehen wir doch jetzt halt doch einfach mal ins Sektenlager. Das wollte ich zwar eigentlich noch nicht, ich wollte noch mit den anderen Leuten reden und... Ja, vielleicht die Truhe hinten ausräumen. Aber nun gut, dann laufen wir ihm eben hinterher. Das sollte uns auch die ein oder andere Stufe bringen. Also zumindest eine Stufe. Und diesmal sind hoffentlich keine Templer hier unterwegs, die uns die Beute vor der Nase wegschnetzeln. Ja, vor allem sehen wir jetzt mal was anderes als hier das alte Lager. Und, da oben ist eine schöne Turmruine oder Burgruine. Ja, das ganze Zeug hier, was hier ist, das sammle ich erst später auf, wenn ich hier selber nochmal durchkomme.
Momentan möchte ich an dem dranbleiben und den einfach die Viecher erledigen lassen. Wie zum Beispiel hier diese Echse. Und diesen Varan. Ein Viech, das uns einfach so in der Luft zerreißen würde. Ich glaube, mit einem Schlag könnte es uns schon töten, aber er tötet es einfach so, was ziemlich gut ist. Hat leider nichts dabei. Wenn wir später lernen, ihm irgendwie die Haut abzuziehen und die Krallen, dann kriegen wir da noch ein bisschen Sachen, die wir verkaufen können. Aber momentan ja, ist die Leiche leider einfach so da. Ja, das ist einer von den besagten Wölfen, von denen ich geredet hatte. Ja, erledige den mal bitte für mich. Alter. Na komm. Dankeschön. 90 Erfahrung. Also ihr seht, das ist schon sehr viel wert, dem hier mitzufolgen. Wie viel brauche ich denn noch? Oh, die nächste Stufe kriege ich schon nach 270. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das kann gerne so weitergehen. Na, hier kommen direkt die nächsten Gegner. Blutfliegen. Sogar drei Stück. Na komm, Bald Harvest, erledige sie. Kann ich denen was abnehmen? Ich glaube schon. Jawohl, Blutfliegenflügel. 15 Wert pro Stück, das ist schon sehr schön. Die können wir auch gut verkaufen. Ja, irgendwie so ein Crafting-System gibt es leider nicht. Nur sehr, sehr eingeschränkt eben das Waffenschmieden. Und dafür brauchen wir Stahl. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geh weg. Aber irgendwie was mit... Nein, nicht mich anvisieren. Hilfe. Hilfe. Verdammt. Oh, sehr schön. Dankeschön. Und vielen Dank für die Stufe. Du blödes Mistvieh, du hättest uns fast getötet. Ja, aber was ich sagen wollte, sowas, leider kann man nicht irgendwie was aus Blutfliegenflügeln machen oder so, oder Scavenger-Schnäbeln oder so. Das wäre, glaube ich, ganz cool, aber das ist uns leider nicht vergönnt. Der charged auf den Typen, ne? Genau, sehr gut. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Fleisch. Ach, kann er nicht immer mit uns rumlaufen und uns einfach so ein bisschen hochleveln? Das wäre schon cool. Willst du nicht noch die Varane da hinten erledigen? Na komm, du willst es doch auch. Na, macht er leider nicht. Er läuft dran vorbei. Und die Varane sind auch nicht aggressiv genug, dass sie uns auf die Entfernung angreifen. Naja, wir werden sie später irgendwann mal erledigen. Jetzt gilt es erstmal, Insektenlager zu kommen. Ich glaube, auf dem Weg sind leider auch keine weiteren Gegner mehr. Aber hey, immerhin eine Stufe. Oh, da sind noch ein paar Scavenger. Sehr schön. Und da vorne sieht man es schon, bei diesen Bäumen. Das ist der Sumpf. Da haben sich die Sektenspinner, wie sie von einigen Leuten genannt werden, niedergelassen. So, das ganze Fleisch nehmen wir natürlich mit. Ach, das nehme ich jetzt auch einfach mal mit hier. Kann ja nicht schaden. Und dann nehmen wir jetzt noch den Rest des Weges mit. Hier ins Wasser sollte ich nicht reinspringen. Das sieht schon sehr nach Strömung aus. Und wenn ich da reinspringe, trägt uns der Fluss auch weg. Und dann kommen wir irgendwo unten im Sumpf raus und das möchte ich nicht. Nein, das ist ein bisschen eklig und bäh. Und ja, jetzt sieht man es schon hier unten. Sumpfig grün. Gesund für die Haut wahrscheinlich, wenn man da drin badet. Aber vor den Moskitos muss man nur aufpassen. Ich glaube zumindest, weiß nicht, man sagt doch immer so Schlammmaske und so ist gut, aber Sumpfmaske, ich glaube, das ist der neue Trend hier, Sumpfmasken. Und dazu dann noch ein schöner Stängel Sumpfkraut. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Mach's gut. Hast du sonst noch was zu sagen? Nö. Ja, umsonst war der Weg auf jeden Fall nicht. Ich meine, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir brauchen, na gut, 1090 Erfahrung für die nächste, aber immerhin. Gehen wir mal hier ins Sektenlager rein. Man sieht schon, das ist ganz anders als das alte Lager. Es ist überhaupt nicht befestigt, sondern verlässt sich auf den Schutz durch den Sumpf. Und ja, es sieht sehr natürlich aus, was eigentlich ziemlich cool ist. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich sag mal noch nicht, dass wir uns anschließen wollen. Ich sag einfach mal, dass wir hier sind, um uns das Lager anzusehen. Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen.
Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. War ja klar. Ja, der hat ebenfalls die Butlerhose Schutz vor Waffen 15 und Schutz vor Feuer 10. Kostet auch 500 Erz, also, naja. Also ein besserer Deal ist es auf jeden Fall nicht. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Ja, irgendwie finde ich das gerade total schön hier mit dem Regen und den Wolken. Und dann sind wir hier im Sumpf angekommen. Und daraufhin wird die Musik anders, na super. Ich kletter mal hier hoch. Na komm, ist auch die richtige Seite, oder? Jawohl. Da muss man bei Leitern immer ein bisschen aufpassen, dass man auf der richtigen Seite hochklettert, weil sonst kommt man nicht weit. Tja, und da sind wir gekommen. Irgendwo da hinten liegt das alte Lager. Und ich will mal gucken, ob ich noch auf der Karte drauf bin. Ich vermute mal nicht, aber man weiß ja nie. Na, was ist denn jetzt los? Na, ja, nee, das Sektenlager ist leider nicht auf der Karte drauf. Das neue Lager ist drauf. Das ist ganz, ganz links da, dieser See. Also zumindest ein Teil vom neuen Lager ist das. Aber das Sektenlager ist nicht drauf. Das ist unten da. Ihr seht ja den Fluss unten rechts an der Ecke. Und weiter südlich davon sind wir. Ein ganzes Stück weiter südlich, ja. Aber klar, wir sind von da gekommen. Naja, wie es hier im Sektenlager aussieht, das werden wir dann mal in der nächsten Folge uns anschauen. Für jetzt muss dieser Ausblick hier reichen. Während es hier schön regnet. Das ist so toll. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut!